Alter, was geht ab, Leute? Hunger? Event, Kato-Event, ist ja am Anfang der Woche, Dienstag oder so, zu Ende gegangen. Und seitdem war es ein bisschen ruhig, ist echt nicht viel passiert. Ich habe nicht mal meine täglichen Raids reinbekommen, also täglich meinen Latias-Raid gemacht. Musste irgendwie so Sneeble oder so gestern sogar machen. Also echt ruhig geworden, echt tot. Aber da haben mich auch die meisten gefragt dann im Livestream gestern, was ist das nächste Event, was kommt demnächst jetzt, wo es so ruhig ist. Wurde auch angekündigt von Niantic. Und zwar morgen, 22. April, ist dieser Earth Day. Und wenn da weltweit 4500 Leute mitmachen, dann gibt es dreifach Staub oder so. Was halt echt wenig ist, 4500 weltweit. Also wir müssten auf jeden Fall dreifach Staub bekommen. Also so wie ich es verstanden habe, ist dann nach dem 22. für 48 Stunden. Was relativ schlecht ist, weil das am Montag und Dienstag wäre. Aber für 48 Stunden ist dann dreifach Staub. Ist okay. Kann man sich schon mal geben. Also in der nächsten Zeit wird eine Menge Staub auf uns zukommen. Durch dieses Event jetzt. Oder nächstes Video ist ja auch dreifach Staub. Also das wird schon mal geil. Ansonsten am Donnerstag, so wie immer, der Feldforschungsdurchbruch. So heißt das, glaube ich, auf Deutsch. Und es kam wieder Lavados. Blende ich hier mal ein. Und er war wieder schlecht bei mir. Echt schade. Ich suche immer noch ein gutes Lavados, dass ich dann auf Max pushen kann. Bonbons hätte ich jetzt genug, aber leider immer noch keinen guten. Schreibt unten in die Kommentare, wie euer Lavados diesmal so war. Eine Woche haben wir noch Lavados. Moment, ich check mal kurz den Kalender. Genau, 26. April ist immer noch Lavados. Und danach, mal schauen. Wahrscheinlich Zapdos oder Arktos. Das ist meine Vermutung. Aber wir werden es sehen. Und was habe ich sonst noch gemacht die Woche? Endlich Grand Bull. 3er Solo Raid. Eher aus Verzweiflung. Also ich war noch gar nicht bereit. Ich habe gar keine Konter gepusht oder so dafür vorbereitet. Bin nach Hause gekommen, habe zwei Raid-Pässe, zwei freie Raid-Pässe noch gehabt. Einer musste weg. Und dann war halt dort der Dreier. Zufällig auch eine Trigger-Arena, aber ich glaube, die Woche wird die Arena sicher nicht getriggert. Einladung übrigens heute Abend. Auf jeden Fall habe ich den gemacht. Einfach genommen, was mir vorgeschlagen wurde. Und mir wurden echt ein paar verrückte Sachen vorgeschlagen. Ich glaube, einfach meine stärksten Sachen allgemein. Kyogre 100, Rodan 100. Ich habe nicht aufgepasst, muss ich ehrlich sagen. Und habe nicht dran gedacht, dass der Typ Fee ist. Und Fee ist gut gegen Drache. Deswegen habe ich Rayquaza mit ins Team genommen, was halt eher fail war. Aber trotzdem, hier eingeblendet. Grandor an sich war jetzt kein Problem. Ich denke, mit ein paar guten Kontern, also Gift und Stahl, sind die besten Konter. Wollte ich einen Slymog 100% hochziehen. Werde ich aber dann demnächst in einem anderen Video für euch machen. Weil wir sind immer noch auf Staub-Ausgib-Modus. Alle Kanto-Pokémon, die ich auf 100 habe, oder zumindest die meisten, werden auf Max gepusht demnächst. Und danach, heute im Verlauf des Tages, auch noch ein Video, wo ich ein paar Sachen auf Max pushe. Und Stahl. Stolos hätte ich im Angebot gehabt. Den hätte ich noch Max pushen müssen. Ansonsten Metagross. Da habe ich, glaube ich, einen 96er. 100er bisher noch nicht. Immer verpasst. Aber wie ihr es sehen könnt, auch ohne die guten Konter, Granbull kein Problem gewesen. Granbull übrigens, echt unterschätztes Pokémon. Also ich habe einen auf Max gepusht. Der ist relativ gut. Also für Typ Fee zum Verwenden, als Verwendungszweck, kann man den schon benutzen. Vor allem, weil sonst gibt es eigentlich nur Gardevoir als Feen-Pokémon. Also momentan eines der besten Feen-Pokémon. Ich habe sogar gegen Rayquaza öfters verwendet. Der hat drei Wutanfälle, also zwei überlebt und beim dritten ist er dann erst gestorben. Also der war echt nicht schlecht. Aber das war es eigentlich so. Die Woche nicht so viel passiert. Rumble Raid gemacht. Mein Lavados abgeholt. Leider wieder schlecht. Earth Day wurde angekündigt. Morgen findet die Aufgabenaktion statt und dann 48 Stunden, also danach dann 48 Stunden mehr Staub. Und Einladung kommt heute Abend. Und ansonsten war es das eigentlich. Mal schauen, ob ich jetzt noch ein bisschen raiden gehe, damit ich heute Abend die Einladung bekomme. Aber wir werden es sehen. Das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.